Hier ist der Cousin, er ist wieder live dabei. Heute ist wieder Wochen-Preview-Zeit. Also ich will euch wieder so ein bisschen was erzählen von mir. Klar, logischerweise, Urlaub war eine ziemlich geile Nummer. Und grundsätzlich viel Spaß gehabt, mit der Drohne geflogen. Könnt ihr auf meinem Real Freestyle Channel, der ist ja unten in der Beschreibung eh mal drin, könnt ihr einfach auschecken. Da war ich mit der Drohne unterwegs. Ansonsten, ja, cool gewesen, echt richtig nice. Ich habe ein neues Spiel, andersrum, nicht neu, sondern es ist ein altes Spiel, was ich früher schon mal gespielt habe und ist mega geil. Das werde ich aber auch nochmal in einem extra Video machen, das ist einfacher. Dafür werde ich sogar mir einen anderen Facebook-Account erstellen, weil man da halt eben mit anderen Leuten halt auch befreundet sein kann und dann halt jede Menge, was weiß ich, denn wirst das zwar vom Spiel voll gespammt, aber kriegst halt irgendwie einen zusätzlichen Bauarbeiter und das ist total geil. Deswegen... Dazu aber, wie gesagt, in einem anderen Video kommt die nächsten paar Tage. Ansonsten finde ich, genau, ich gucke heute rein in Rechner, Alter, Skype. Okay, eine neue Anfrage passiert ja natürlich auch mal hier und da. Wer will mich in seinen Kontakten haben? Ihr seht es jetzt. Vollkommen in Ordnung grundsätzlich, aber da kam ja vor... Ich habe mal geguckt, 9 Monaten irgendwann mal das. Und da frage ich mich dann schon, what the fuck? Also ganz ehrlich, ich bin absolut nicht irgendwie der, der haten will und wie auch immer oder irgendwelches Beef will. Nein, alles cool, alles cool. Ich esse Fleisch gerne, alles in Ordnung. So. Jeder soll auch seine eigene Meinung dazu haben und jeder soll auch seine Lieblings-YouTuber haben, weil oft hört man ja auch, oh, ich sage jetzt mal zum Beispiel bei Mr. Mobile Fanboy, oh, Mr. Mobile Fanboy, der macht das alles total blöd und wie auch immer. Nein, jeder darf seinen YouTuber haben und auch seine YouTuber und so weiter und so fort. Richtig, richtig cool. Achso, nebenbei, hallihallo, wenn Alex das Video gucken sollte, also Brennerchen, fand ich mega geil, den haben wir, nee, nicht wir, sondern den habt ihr eventuell auch gesehen, und zwar gestern, Sonntag, in der Grip-Folge. Ich denke mir schon am Anfang so, in der Vorschau von Grip, sag ich zu meiner Frau, das Brennerchen. Ich denke mir, hä? Und dann... Guck mal, halt die Grip-Sendung ging um Karfreitag. Vielleicht, wenn ich das rausfinde, hau ich den Link auch nochmal rein, wenn ich den finden sollte. So, fand ich mega geil. Also, der war halt mit einem Kumpel da, mit einem GTI und ist da halt eben über Rennstrecke geballert. Fand ich richtig cool. Und ich dachte mir, yeah, den kennt man halt so von YouTube her. Das ist immer so eine ziemlich geile Sache, wenn man halt jemanden... Oder was weiß ich denn, zum Beispiel den von YTitty, ich weiß nicht mal, wie der Frontmann von YTitty heißt, Schande über mich, ja, ich weiß. Wenn der dann zum Beispiel in einem Kinofilm hier, Bibi und Tina zum Beispiel, hatte ich hier mit meiner Tochter geschaut. Und dann kannst du halt sagen, ja gut, okay, komm, das ist halt ein YouTuber. Das ist so richtig cool, also dann hat man irgendwie so einen Bezug zur, in Anführungsstrichen, reellen Welt. Das finde ich ziemlich nice. Ja, ich will jetzt nicht sagen, oh, ich habe meine Ernährung umgestellt, aber ich habe halt selber auch gemerkt, ihr habt es ja bei dem Product Placement Video gesehen, wegen den Wachmachkapseln, da ging es ja wirklich darum, dass ich halt eben wirklich bei den Energy Drinks zum Beispiel irgendwann gemerkt habe, Alter, okay, wie gesagt, Augen fangen an zu zucken oder sowas, das ist halt nicht so lustig und wie gesagt, sowas muss halt nicht sein. Und dann habe ich mir gedacht, gut, okay, du bist jetzt auch nicht der Allerdünnste und kannst halt ein bisschen was machen und ich brauche aber immer ein bisschen was zu futtern. Und jetzt will ich euch das mal zeigen. Ich habe mir, die sind gesponsert, ganz klar, ich will da nichts vertuschen. Ta-ta-ta-ta. Ich habe mir von der Koro-Drogerie einmal was schicken lassen. Und zwar eine Edelnussmischung. Die war ganz nice. Bananenchips fand ich jetzt nicht so krass. Also ist okay. Und das, was megamäßig abgeht, der Koro Exotic Mix. Alter, meine Frau sagte auch, oh, naja, gut, okay, komm, könntest du ja mal machen und sowas. Da sage ich, naja, klar, ich kann ja was bestellen. Tut ja nicht weh. Und den haben wir megamäßig aufgefressen. Das ist richtig, richtig geiles Zeug. Und das bin ich jetzt dann immer am Futtern. Also wenn ich mal ein bisschen was nasche, hab Verständnis dafür. Ansonsten nochmal nebenbei, aus dem anderen Kanal hatte ich ja das Handy vorgestellt. Nicht das Handy, sondern das Handy-Cover mit dem Zusatzakku. Da wollte ich nur noch mal kurz ein
ja, wie soll ich sagen, so einen zweiten Teil ganz kurz dazu sagen, muss ich jetzt sagen, nach knapp einer Woche oder sowas, was ich jetzt habe, mega geil. Also wirklich, am Anfang hatte ich ja gesagt, oh ja, mit der Verarbeitung an der Seite, einwandfrei. Also kann ich nur empfehlen, wenn einer das, auch nochmal verlinkt, wenn einer das haben will, echt eine richtig coole Sache, weil wirklich, man ist am Zocken und ja, ich sag mal, ganz normaler Arbeitstag halt, der fängt früh um 5 an. Und dann sitzt du irgendwie da, 13 Uhr, wenn du jetzt ein paar Mal mehr Clash Royale oder COC halt gezockt hast, sitzt du da, scheiße, Akku leer. Und das kann dir damit nicht mehr passieren. Ja, wie gesagt, so habt ihr jetzt wieder dieses Real-Zeugs drin. Keine Sorge, es gibt auch wieder heute ein ganz normales Video, was ich dann heute Abend nochmal fertig mache, gar kein Ding. Aber wie gesagt, mir kommt es eben auch wirklich darauf an, diese geballte Info nicht in irgendein ganz normales Video reinzupacken, sondern halt zu sagen, okay, also in ein Let's Play halt, sondern wirklich zu sagen, hier kommt, hier habt ihr den Stuff, der mich hier interessiert, der mich irgendwie bewegt und so schaut's aus. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, keine Sorge, es kommt noch ein Video und ja, wie gesagt, dieser Aspekt immer im Hinterkopf behalten, mehr COC als CR, also Clash Royale. Und wie gesagt, das neue Spiel, altes Spiel, wie auch immer, werdet ihr dann im nächsten Video auch noch sehen. Ihr haut rein und ich wünsche euch was. Ciao, ciao.